Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Abgeordnete, können Sie sich noch an die Wahlplakate von 2014 erinnern und dann an die großen Versprechen, die die Koalition so abgegeben hat? An eines können sich die Thüringer Familien ganz gewiss erinnern, an das Versprechen von Rot-Rot-Grün, ein sogenanntes beitragsfreies Kita-Jahr einzuführen. Und nicht nur irgendeines, sondern das erste. Sie wollten also das erste Kinderkrippenjahr für die Eltern beitragsfrei stellen, so stand es im Koalitionsvertrag. Die Kosten dafür lägen wohl bei etwa 77 Millionen Euro im Jahr. Diese Zahl führte zu einem ersten größeren Krach in der Koalition. Der ein oder andere merkte vielleicht auch, dass angebliche Kostenfreiheit noch lange nicht bedeutet, dass die Qualität in den Kindertagesstätten besser wird oder dass mehr Erzieher eingestellt werden. Nun gut, die Koalitionspartner rauften sich zusammen. Sie verabschiedeten sich kurzerhand kollektiv vom Koalitionsvertrag. Und es wurde festgelegt, dass das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei werden soll, das laut Schätzungen nicht 77, sondern 27 Millionen Euro kosten soll. Passiert ist bislang seit 2014 nichts. Und da drängt sich doch die Frage auf, warum nicht? Wir haben jetzt den Jahresabschluss für 2016 vorliegen und es sind 570 Millionen Euro Überschuss in der Haushaltskasse, wie man so schön sagt. Das Geld für die Umsetzung ist also da und es wäre auch schon früher da gewesen, hätten Sie dieses Versprechen tatsächlich umsetzen wollen. Denn nicht zuletzt ist die Frage nach guter Politik auch immer eine Frage nach der richtigen Prioritätensetzung. Ihre Priorität lag in den letzten Jahren auf der Masseneinwanderung, obwohl Sie doch eigentlich von Thüringern für Thüringen gewählt worden sind. Ihre Priorität lag offenbar auf dem Promoten eines Imageprojektes statt auf schneller Entlastung für Familien. Denn im Zweifel ist davon auszugehen, dass Sie das Ganze bis kurz vor der nächsten Landtagswahl rauszögern, damit Sie vor der Wahl gut dastehen, obwohl die Entlastung, so man sie denn für eine halten will, schon viel früher hätte kommen können. Nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Ich persönlich hätte lieber das Landeserziehungsgeld, mit dessen Abschaffung Sie sich ja auch brüsten, behalten und zu einem Familiengeld ausgebaut, und genauso meine Fraktion. Ein Familiengeld, das allen Thüringer Familien gleichermaßen zugutekommt, hat nicht nur den Vorteil, dass die Eltern flexibler mit der Kinderbetreuung werden, sondern es hat auch einen Nachteil, eben nicht, den das sogenannte kostenfreie Kita-Jahr hat. Beim sogenannten kostenfreien Kita-Jahr besteht die Gefahr, dass die Kosten der Eltern einfach auf all die anderen Jahre umgelegt werden, weil die Kommunen kontinuierlich klamm sind und das Land nicht genug Geld bereitstellt. Sie wollen die bessere Lösung des Familiengeldes eben nicht. Sie wollen keine Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung. Nun gut, das müssen wir wohl noch eine Weile aushalten. Dann setzen Sie doch wenigstens das um, was Sie im Koalitionsvertrag oder zumindest nachher versprochen haben, und lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Vielen Dank.